Hallihallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Spielebude, meine Lieben. Ich zeige euch heute, wie wir hier vom Laden aus Heinrich Groß für Konflikt 47 bemalen. Gleichzeitig zeige ich euch auch noch, wie ich seine Leibgarde bemalt habe. Das ist ein düsteres, schwarzes Schema, um auch den Spielraum perfekt zu präsentieren, in dem die sich ja aufhalten und um so ein bisschen Heinrich Groß auch vom Rest der deutschen Armee in Konflikt abzuheben. Inklusive seiner Leibgarde, und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Um mit Heinrich Groß bzw. seiner Leibgarde zu starten, starten wir zuerst mal mit Celestra Grey. Und davon tupfe ich bzw. streiche ich fast alles auf mein Taschentuch hier ab. Und dann bürste ich einmal das ganze Ding vorsichtig trocken. So. Bei Heinrich Groß überspringen wir den Step, weil der nur für Unsauberkeiten erstmal sorgt. Aber ihr werdet gleich sehen, warum ich das getan habe. So kann man nämlich die ganzen... Heute habe ich es auch. Oh! So kann man die ganzen Kantenakzente natürlich deutlich schöner sehen. Und da wir gleich anfangen werden, die zu bearbeiten, ist das gar nicht so unsinnvoll. Ah, komm Kamera. So, da seht ihr es auch nochmal. Die ganzen Kantenakzente sind schön sichtbar. Die Figuren sind grundiert in Chaos Black von Games Workshop. Und dann habe ich da noch eine Schicht... Pitch Black von Warlord Games drüber gezogen, damit ich einen einheitlichen Schwarzton habe. Nach dem Trockenbürsten machen wir direkt weiter. Trockenbürsten, da ist die Farbe ja quasi sofort trocken. Und zwar habe ich hier einmal Celestra Grades im Pinsel. Die Farbe verwende ich pur, weil ich jetzt ganz dünne Kantenakzente ziehe an die Stellen, die ich mir vorhin schon quasi markiert habe. So, man sieht es jetzt schon am Brustpanzer so ein bisschen. Einmal ganz vorsichtig vorbei und dann war es das im Grunde genommen schon. Dabei ist super wichtig übrigens, dass der Pinsel eine schöne spitze Spitze hat. Also dass der tatsächlich spitz ist noch. Weil mit so einem ausgefransten Pinsel kann man überhaupt nicht gut highlighten. Beziehungsweise Kantenakzente setzen. Und so, auch hier. So, und da sieht man schon sehr gut. Ich ziehe in so einem ca. 90 Grad Winkel an dem Modell vorbei. Ich drehe das ganze Ding hier jetzt einmal. Beziehungsweise an der Kante vorbei und bekommen dadurch die möglichst dünne Kantenlinie. Ich werde das jetzt einmal beim ganzen Modell machen und dann zeige ich euch die Ergebnisse. Da haben wir es. Die Schulterpanzer habe ich bewusst ausgelassen, weil die gleich noch in eine andere Farbe kommen. Und jetzt gehe ich einmal mit Pitch Black hin und mache die Flächen wieder so ein bisschen klarer, dass wir diesen Grauschimmer oder ja, Schliereffekt vom Modell wegkriegen. So. Also, dass die Vertiefungen dann tatsächlich auch schwarz sind. Wie hier zum Beispiel. Und das ganze Ding nochmal ein bisschen klarer aussieht. Außerdem, wenn ich unsaubere Kantensetzungen gemacht habe. Wieso zieht die Kamera heute die ganze Zeit unscharf? Ich kriege zu viel hier. Außerdem, wenn ich irgendwelche Kanten unsauber gesetzt habe, kann ich das damit nochmal ausgleichen. Dass ich jetzt nochmal mit dem Pitch Black drüber gehe. Auch deswegen bin ich vorher mit dem Schwarz drüber gegangen. Weil ich dann Korrekturen sorglos machen kann, ohne mir Gedanken machen zu müssen, ob ich vielleicht dann zwei unterschiedliche Schwarztöne nachher auf dem Modell aufgetragen habe und das sichtbar wird. Außerdem wirkt der Effekt der Kantensetzung dadurch natürlich nochmal eine ganze Nummer krasser, weil man jetzt wirklich diesen krassen Kontrast auf gut Deutsch hat. Für den nächsten Schritt nehmen wir uns ein bisschen Dark Gunmetal von den Army Painter Colors und gehen einmal hier hin und fangen dann Panzerplatten an schick zu machen. Das Dark Gunmetal ist ein schön dunkler klassischer Metallton. Und damit bekommen wir dann natürlich eine schöne Farbanpassung zu dem, was wir bereits hier gemacht haben. Und damit bemale ich jetzt einmal das Gewehr, die Schulterpanzer. Und ich bin gerade mal am gucken, die beiden Magazine hier hinten werden auch noch in der Farbe bemalt. Außerdem die Verstärkung, die der hier zusätzlich am Arm dran hat, da gehen wir damit auch einmal drüber. Da haben wir es einmal. Jetzt nutze ich Danger Red, um einmal die Augen schön in Rot in Szene zu setzen. Und auch hier so die Leuchte zum Beispiel, solche Geschichten alles. So, da habe ich schön hier bei der Gasmaske lang gemalt. Dann tupfe ich den Pinsel ein bisschen aus, dass wir nicht mehr so viel Farbe drin haben. Und die Augen sollen ja schön scheinen. Gehe hier einmal um die Augen drumherum mit dem ausgetupften Pinsel nochmal nach. Jetzt habe ich es.
sodass wir schon mal so einen leichten Scheineffekt aufbauen. So. Dann habe ich jetzt circa ein Drittel Submarine Yellow dazugegeben und tupfe den Pinsel wieder erstmal ab und dann gehe ich vorsichtig wieder hier über die Areale drüber, die ich vorhin schon einmal mit dem Rot gemacht hatte, um den Schein so ein bisschen zu verstärken. So. Jetzt habe ich nochmal ein Drittel Submarine Yellow reingemacht und da machen wir das Ganze damit nochmal. Und dann schließen wir das ganze Ding jetzt ab mit einem Schuss Pure White. Davon habe ich jetzt so circa ein Fünftel hinzugefügt. Und da gehe ich jetzt noch mit ganz wenig Farbe dran. So, dass wir die hellsten Stellen hier nochmal so ein bisschen shiny machen. Hier auch. So, und dann haben wir unser fertiges Farbergebnis. Wieso zieht die Kamera nicht scharf auf? So haben wir es schön. Genau, das ist das Endergebnis für das Rot. Für den ersten Step nutze ich Lead Belcher von der Citadel Farbrange und ziehe hier an dem Gewehr und an dem Magazin nochmal die Kanten nach. Damit wir da ein bisschen, das war ein bisschen zu viel, Kontrast drin haben. Beziehungsweise Kontrast, Schattierung. Das war das, was ich eigentlich sagen wollte, da ist Kontrast nicht so ganz das richtige Wort. Und hier auch am Arm kann man dann einmal nochmal langziehen. Oder hier auch, ich gucke gerade mal immer wieder, weil die Kamera im Moment irgendwie immer so unscharf zieht. Und natürlich auch hier dann einmal, dass wir alle Kanten einmal nachgezogen haben und dadurch schön die Ränder der die Ränder des Modells bzw. die Ränder der metallischen Kanten nochmal ein bisschen heller glänzen als die anderen Teile. Abschließend habe ich jetzt hier Retributor Armor, damit gehen wir noch hier einmal über die Brosche drüber, die er hier hat, beziehungsweise in den Rüstungsteil, aber so ist es schön als Brosche markiert. Und dann ist auch dieser kleine Soldat fertig und wir starten mit Heinrich Groß. Bei Heinrich Groß starten wir einmal mit Dawnstone und werden erstmal Kantenakzente setzen. Die können ruhig ein bisschen breiter sein, natürlich weiterhin natürlich logischerweise nicht zu breit, sonst sieht es nicht mehr schick aus. Aber ein bisschen breiter dürfen die ruhig sein, weil das nicht die finale Kantenakzentfarbe ist. Hier, da hat er hier mit dem Mantel schöne Möglichkeiten, um da Kantenakzente zu setzen. Und damit akzentuieren wir die ganze Figur einmal durch. Da haben wir einmal das fertige Ergebnis. Als nächstes nutze ich Corn Red, um hier einmal das Innenfutter vor allem zu machen. So, nicht zu viel jetzt. Ganz vorsichtig. Und da mache ich gleich weiter. Und um auch dann solche Sachen wie hier zum Beispiel seine die Enden vom Mantel. Und sein Kragen bleibt aber in schwarz. Dann nutzen wir Gunmetal im nächsten Schritt. Machen einmal hier seine Gürtelscherbe. Dark Gunmetal, nicht einfach nur Gunmetal. Und machen einmal hier seine Gürtelscherbe ein bisschen farbig. Und ich glaube, das war es quasi schon, wenn ich es hier alles richtig sehe. Nein, natürlich nicht. Seine Knöpfchen fehlen ja noch. So, dann haben wir hier einmal zwei Stück und dann hier hinter noch zwei Stück. Und dann haben wir es mit dem Dark Gunmetal schon wieder durch. Als nächstes nutze ich Retributor Armor. Der hat hier nämlich so ein Zeichen auf seiner Kapuze. Das machen wir einmal mit Retributor Armor fertig. So. Für den ersten Step nehme ich Administratum Grey und gehe dann noch einmal über die härtesten Kanten drüber, die wir vorhin schon mit Dawnstone gemacht hatten. Damit die noch ein bisschen mehr scheinen und heller werden. Jo. Im nächsten Step nutzen wir Caucasian Flesh Tone oder Caucasian Skin und fangen jetzt logischerweise, der Kerl ist ja immer noch ein Mensch, auch wenn man es nicht meinen mag, mal an hier Hautfarbe ins Spiel zu bringen. So.
Gehe ich einmal grob mit drüber, dass die Vertiefungen direkt da bleiben. Damit wir auch da wieder einen schönen krassen Kontrast haben. Und dann widmen wir uns einmal dem Gesicht. Da haben wir es einmal fertig. Da bin ich jetzt circa mit zwei Schichten überall drüber. Ich gehe jetzt einmal mit Agrax Örschild ganz vorsichtig dran und tusche die Haut. So, wirklich nicht zu viel. Die soll nämlich nicht massiv dunkler werden natürlich. Habe ich jetzt hier überall übermalt. Das werde ich natürlich gleich einmal ausgleichen. Und damit haben wir auch den Step fertig. Und da nutzen wir jetzt wieder Caucasian Flash, Caucasian Skin, ich will die ganze Zeit Flash sagen, um die Hauterhabenheiten wieder ein wenig in den Vordergrund zu rücken. Deswegen auch nur ganz leicht, dass wir so ein bisschen die Vertiefung hervorgehoben haben. So, hier unter den Augen zum Beispiel und die Ohren, das sind alles Geschichten, die man dann einmal bemalen kann jetzt. Und abschließend setzen wir mit Evil Sun Scarlet noch ein paar Highlights. Ein paar harte hier zum Beispiel an die Mantelstränge. Und hier unten auch, wo der Mantel sich knickt dann. Das wäre es dann auch im Grunde genommen schon. Zum Abschluss des Ganzen nutzen wir jetzt noch einmal Art Code. Und gehen damit einmal über die Außenseite des Mantels, damit das auch schön nach echtem Leder aussieht. So. Das Art Coat trage ich dabei möglichst dünn auf, damit der Glanzeffekt nicht voll zum Tragen kommt, weil Leder ja nur so ein bisschen Glanz hat und nicht so komplett am Glänzen ist. So. Und natürlich Artcode als Technical wird nicht von mir verdünnt. So, da haben wir nochmal einmal Heinrich Groß mit seiner kompletten Crew, abgesehen von Medic, der kommt in einem separaten Video. Das dürfte auch in diesem Moment schon hochgeladen und für euch verfügbar sein. Ich hoffe, das Bemalvideo hat euch das ein oder andere noch beibringen können. Oder ihr hattet einfach nur Spaß beim Zuschauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, immer fein weiterpinseln.